Fantastic. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Clash of Clans mit Fred. Und ja, es ist mal wieder das leidige Thema der Cheaterei. Möchte ich noch ein einziges Mal aufgreifen, weil ich eine sehr coole E-Mail bekommen habe. Ich möchte den Namen aber jetzt nicht nennen, weil er mich ausdrücklichst darum gebeten hat, das nicht zu tun. Werde jetzt erstmal einen Gegner suchen. In der Zeit werde ich das natürlich auch mal einblenden. Da könnt ihr das mal in aller Ruhe nachlesen, wo es denn drum geht. Wie die E-Mail war, ich habe aber die Clans. Er hat mir ein paar Clans aufgezählt, wo er sagt, es besteht die Möglichkeit, dass die Clans genau das machen, was er in der E-Mail beschrieben hat. Es geht darum, wie diese Clans mit den Low-Level-Accounts quasi, ja, modden, cheaten, nennt es wie ihr wollt. Er hat auch geschrieben, habe mitbekommen, dass sich einige Leute mit falschen Informationen bezüglich des Mods versorgt haben. Ich wollte dir kurz erklären, wie das abläuft oder wie das läuft. Und diese Accounts werden seiner Meinung nach nicht benutzt, um das Matchmaking zu manipulieren, denn sie sind gar nicht im Clankrieg drin. Sie werden dazu benutzt, um quasi die, ja, sagen wir mal einfach, was gibt's denn da? Zum Beispiel X-Mod. Ne, da läuft dann X-Mod drauf auf den Low-Accounts und die Low-Accounts werden dann benutzt, um damit zu cheaten. Und, sagen wir mal ehrlich, wenn die gebannt werden, wen stört es, wenn ein Low-Account gebannt wird, der eh wahrscheinlich mit, nicht mal mit einer E-Mail-Adresse verknüpft ist oder sonst was. Und wie gesagt, wie es genau funktioniert, das steht da. Ich will es jetzt nicht mal noch eins zu eins vorlesen, das könnt ihr euch da durchlesen. Und noch eine lustige Geschichte, schrieb irgendwer so, ja, bei deinen Videos, da ist ja nie, sind ja nur zwei, drei Cuts drin und du legst ja nur ein Overlay drüber. Ich glaube, das war auf Clash Royale bezogen. Allerdings, naja, sagen wir ehrlich, worum geht es bei Clash Royale? Bei Clash Royale geht es darum, Kämpfe zu zeigen, vielleicht Decks anzuschauen, Kisten zu öffnen oder sowas. Also ich, ganz ehrlich, wenn ich mir ein Clash Royale Video angucke, sagen wir mal, ich gucke ein Video von Matthias an. Dann geht es mir in erster Linie geht es mir dann darum, wie präsentiert derjenige das Spiel. Wenn es ein lustiges Spiel ist, wenn er ein lustiges Match hat, dann ist mir das tausendmal lieber, als wenn der jetzt 80 Millionen Cuts da reinmacht. Weil das ist so das, was mich bei vielen Vloggern immer übelst nervt. Wenn einer einfach nur 1 Million Cuts da reinmacht, nach jedem Satz wird ein Cut gemacht, da denke ich mir immer so, können die Leute keinen Satz geradeaus sagen? Muss man immer jede 5 Sekunden einen Cut machen? Versprechen die sich immer alle 5 Sekunden oder? Es ist so, als würde ich jetzt ganz schnell. Und nochmal Cut. 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 Und so. Warum? Ich verstehe es einfach nicht. Aber okay, das ist jetzt. War ein bisschen off-topic. Ich habe es jetzt nochmal hier offen gelassen, das Bild. Damit ihr das nochmal seht. Ich würde jetzt aber sagen, wir machen mal einen sinnvollen Cut. Wir suchen nämlich jetzt mal einen Gegner raus, bis wir einen gefunden haben. Das ist doch mal ein sinnvoller Cut. Ne? Das ist doch mal sinnvoll, dass wir da mal sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause, bis der liebe Fred einen Gegner gefunden hat. Trotz des Boosts, den wir mal angreifen können. Bis gleich. Wow. Ich habe zweimal Verbindung verloren. Und jetzt habe ich endlich jemanden gefunden. Jawohl. Es ist aber tatsächlich, also aktuell ist ja der, ich habe mir sogar die Mühe gemacht und habe noch den Clash of Clans Forecaster eingeblendet. Vor allem dann sagte er noch so, ja, für deine Reichweite machst du viel zu wenig Cuts. Größter Fehler, den du auf YouTube ever machen kannst, mit steigender Reichweite dich zu verändern. Das ist, glaube ich, einer der allergrößten Fehler, die du überhaupt jemals machen kannst, wenn du YouTube machst, dich zu verändern, wenn du plötzlich mehr Abos hast. Weil, warum machst du es denn dann? Ne? Also du denkst dir dann so, ich habe jetzt, anstatt 1000 Abos, habe ich jetzt 100.000 Abos. Jetzt muss ich mich plötzlich verändern. Warum? Warum? Es ist so die Frage, die ich mir stelle, warum? Was war denn vorher nicht okay? Warum hast du denn die 100.000 Abos gekriegt? Weil du so bist, wie du bist, genau. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Wir sind jetzt hier gerade dabei und kümmern uns jetzt mal um den Loot hier, hoffentlich. Ich hoffe natürlich, ich habe mich nicht verändert, eigentlich nicht. Also nicht wissentlich zumindest, nicht wissentlich, nein. Oh Mann, das habe ich definitiv nicht verändert. So blöd zu sein, einfach mal den Baby Dragon direkt vor die Luftabwehr zu setzen. Ah, so verdammt ärgerlich. Die Luftabwehr lebt leider immer noch. Aber wir haben noch unsere Kobolde. Ja, ist offen gesprengt. Sauber. Das ist offen gesprengt. Da können wir die anderen schon mal hinsetzen. Wo ist jetzt noch was? Oh, hier ist noch richtig viel. Boah, der hat ja einfach mal richtig viel Dunkles, oder? Krass. Wie viel Dunkles der einfach nur hat. Das ist das Geile. Dafür lieben wir doch Clash of Clans, ohne Witz. Das ist so geil, wenn du Loot findest.
Das ist schön. Wir haben sogar noch 22 Minions, die wir benutzen können. Der Baby Dragon in aller Ruhe kümmert er sich jetzt noch um den Bohrer. Oder ist das um die Bohrer? Ach komm, der ist down. Richtig gut. Der Baby Dragon Level 4 ist richtig, richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Jetzt, guck. Gegen den Magierturm. Der Magierturm macht fast nichts. Macht fast nichts an Schaden. Wenn da keine Luftabwehr daneben ist, kein Tesla daneben ist. Okay, jetzt ist da eine Luftabwehr. Und selbst das kriegt sie noch. Selbst das kriegt der Baby Dragon noch hin. Komm, das ist nicht in der Reichweite. Das ist nicht in der Reichweite. Wo ist denn jetzt noch was? Das hier? Nein, das ist deine Reichweite. Ha, wir haben es trotzdem geholt. Das haben wir auch geholt. Okay, jetzt ist nicht mehr viel übrig, was wir noch uns holen können. Bevor ich jetzt noch einen Minion verschwende, würde ich sagen, wir nehmen die Königin und den Warden. Gehen an die Seite, die sowieso schon angeschlagen ist. Zack, gezündet. 49%. Da haben wir es doch. Ah, schönes Ding. Plus noch Bonus dabei sind es über 4500 Dunkles. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, Matthias wollte übrigens auch bald mal wieder eine Folge Clash of Clans machen. Ich habe gesagt, Alter Matthias, du kannst doch jetzt nicht so lange keine Clash of Clans mehr machen. Mach doch mal in diesem Clankrieg, berichte doch mal ein bisschen darüber. Hat er gesagt, ja, macht er sehr gerne. Und ja, um nochmal darauf zurückzukommen, warum ich die Folge jetzt so genannt habe. Ich habe echt das Gefühl, aktuell die Cheater oder die Modder sind wieder in der... haben wieder leider die Oberhand gewonnen. Was ich doch sehr schade finde. Ja, wie gesagt, wenn Supercell das hier schauen sollte oder so, oder irgendwer von Supercell... irgendwas muss da auf jeden Fall noch kommen, um das so ein bisschen wieder einzudämmen, weil... Ich fand es natürlich sehr cool, dass sie gesagt haben irgendwann, ey, wenn ihr irgendwas auf dem Handy habt oder so, was halt zum Cheaten da ist, dann wird halt der Account gebannt. Erstmal ein Softbann, ne, für irgendwie, glaube ich, 2 Wochen oder so. Danach könnt ihr dann wieder mitmachen. Wenn ihr dann nochmal... wenn nochmal sowas passiert, dann halt permanenter Bann. Finde ich auch ganz cool. Aber das ist halt das Problem. Es ist so bei manchen Spielern halt noch nicht angekommen. Das ist trotzdem, also das, beziehungsweise manche Spieler machen es ja immer noch. Ja, wir hatten zum Glück jetzt, glaube ich, letztens, ich habe aber auch nicht drauf, das Problem ist, du achtest einfach auch nicht drauf. Du achtest nicht drauf, ob dein Gegner im Clankrieg jetzt noch irgendwelche Low-Accounts noch mit im Clan drin hat, weil du, ich habe einfach nicht in den Clan reingeguckt. Ich habe nur das gesehen, was ich auf der Map gesehen habe, und da sind die Low-Accounts halt dann nicht drin. Deswegen, also, ich weiß es nicht. Wir machen es auf jeden Fall nicht. Ich kann euch nur wirklich raten, macht es nicht. Nehmt keine Low-Accounts zum Cheaten. Es ist, erstens, ist es, verstößt es eindeutig zu 100% gegen die Richtlinien von Clash of Clans. Zweitens, einen Bann zu riskieren, ist nicht gut, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Drittens, es nimmt einfach extrem den Spielspaß. Und deswegen, das ist ja das Geile an diesem Friendly Challenge Update gewesen. Du kannst deine Freunde angreifen. Okay, klar, du hast einen Cooldown, 24 Stunden, ne, wenn du die Base umbaust. Das heißt, wenn du eine Base siehst im Clankrieg, das ist ja deswegen, du siehst sie im Clankrieg, du willst sie nachbauen, ist dann gesperrt, klar. Du kannst natürlich vorsorgen, indem du einfach so ein paar, sagen wir mal, übliche Base-Layouts nimmst, speicherst die ab, und wenn du Glück hast, hast du halt was dabei im Clankrieg, was du dann nutzen kannst, oder zumindest eine ähnliche Base. Aber nur zu trainieren oder ständig zu trainieren, um dann irgendwie 3 Sterne zu machen, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Zumindest nicht zu cheaten oder zu modden, um dann zu machen. Und klar, du kannst deinen Freund immer und immer und immer wieder angreifen oder probieren, das ist natürlich klar. Aber ansonsten, wenn da die Spannung dann raus ist, dann macht es auch keinen Spaß. Das ist ja der Sinn von einem Clankrieg, dass du auch so Spannung hast, dass du weißt, oh, jetzt könnte es in die Hose gehen, vielleicht geht's in die Hose, vielleicht geht's aber auch nicht in die Hose. Das weißt du ja nicht. Kann sein, kann nicht sein. Das ist halt das ist so der Reiz an Clash of Clans. Und das ist das, warum wir das Spiel natürlich so lieben. Und ja, ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Der Loot-Index 3. 3 absteigend jetzt. Absteigend. Heute Nacht soll er gut sein. Was? 3 Uhr nachts? 3 Uhr nachts soll er gut sein? Naja, da bin ich leider schon am Schlafen. Das kann ich dann nicht sagen. Ja, wobei 3 Uhr nachts, da sind die Asiaten alle arbeiten. Na gut. Gerade sind die Asiaten alle online. Und ja. Ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal eine Bewertung da. Ich hoffe, Matthias kriegt das hin mit dem Kriegsreporter. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen. Macht's gut.